In unserem heutigen Video geht es um die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Und zu sehen ist die Prachtmeile der Stadt, die Kö. Wem die dortigen Luxusläden zu teuer sind, der kann zum Karlsplatz wandern. Alternativ auch die längste Theke der Welt. Wir haben die Gegend schon wieder geändert und sind nun an den Rheinterrassen. An den sonnigen Tagen kann man sich hier wunderbar treiben lassen und einfach mal Landleute und Schiffe beobachten. Natürlich darf es an einer Bar auch mal ein Altbier sein. Wechseln wir zurück zur Shopping- und Architekturfront. Wie wär's mit dem Köbogen 2? Seit 2021 lädt dieses Architekturbeispiel zum Shoppen und Flanieren ein. Ein echter Düsseldorfer Hingucker. Schön anzusehen, sicher auch dieser Matcha-Tee oder Mangokuchen. Und wir halten weiterhin die Umgebung im Blick. Jetzt sind wir im Rheinturm. Der Blick schweift hier zur Bruderstadt Köln und zum Bayerwerk. Der Eintritt kostet 9 Euro und mit dem Aufzug ist man in 0, nichts oben. Natürlich auch eine gute Idee, sich hier oben einen Drink zu gönnen. Beeindruckend auch der Blick auf den Rhein. Aufgrund der vielen asiatischen Unternehmen hat Düsseldorf ein beeindruckendes Asia-Viertel. Ob Oktopusbällchen oder Ramen, bei Takeshi Tokyo Ramen schlagen die Japanherzen höher. Doch in Düsseldorf gibt es auch tollen Kaffee und Zitronenkuchen. Konnichiwa, domo arigato, sayonara. Ja, wir sind in Nippon-Stimmung und genießen auch in einem Katsu-Restaurant großartige japanische Schnitzel. Und wenn man so durch die Düsseldorfer Innenstadt im Frühling schwelgt, kommt sogar ein bisschen Kirschblütenstimmung auf. Und wo kann man diese Stimmung besser aufschnappen als im Medienhafen? Nicht nur der Blick auf den Fernsehturm beeindruckt, sondern natürlich vor allem die Gebäude von Frank O'Geary. Zur Jahrtausendwende wurden diese in den Medienhafen gebaut. Sie sind wunderbar anzusehen und bieten auch teilweise Cafés und Bars. Hauptsächlich dienen sie aber für Düsseldorfer Bürger als Wohnhaus. Hier zeigt sich auf jeden Fall die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt von ihrer schönsten Seite. Und wer auch hier noch einen Kaffeetipp braucht, wir können etwas anbieten. Düsseldorf, eine Stadt für jede Jahreszeit und jede Menge Japanisches mit Altbier.